Hallo, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Ja, kleine Überraschung, Sonderausgabe. Wir sind noch nicht in Abu Dhabi, aber trotzdem habe ich wieder Reporterlegende Roger Benoit an meiner Seite. Grüß dich, Roger. Hallo, guten Tag. Jetzt fragt sich der Motorsportmagazin.com-Zuschauer natürlich, wo ist die Zigarre? Ja, wir sind hier leider an einem Ort, wo das Rauchen verboten ist, aber das wird die Ausnahme bleiben. Wir sind an einem Ort, an dem das Rauchen verboten ist, Sao Paulo. Ist leider inzwischen für dich fast überall verboten, in Hotelzimmern, Restaurants und so weiter, aber gefällt dir trotzdem noch hier? Ja, ich habe ja einen Balkon, also kein Problem wegen Hotel. Bevor wir über das Rennen sprechen, wo es ja doch relativ viel Gesprächsstoff gab, du warst davor noch bei Bernie Ecclestone. Ja, es ist irgendwie Tradition geworden, dass ich vor dem großen Preis von Brasilien von ihm eingeladen werde in seine Farm, die etwa 130 Kilometer nördlich von Sao Paulo ist. Und das ist ein sehr angenehmes Vergnügen. Man wird mit dem Helikopter abgeholt und mit dem Helikopter wieder auf die Strecke gebracht. Also ideal und natürlich, wenn man sich fast 50 Jahre kennt, eine nette Nebenerscheinung. Was war dein Highlight des diesjährigen Besuchs? Ja, ich bin ja immer für die Hühner verantwortlich da. Ich muss sie um 10 Uhr füttern. Ich habe ja mein Programm abzuspulen da. Um 10 Uhr muss ich sie füttern und um 3 Uhr. Und dann die Eier aus den Brutkästen nehmen und so. Und der Rekord ist immer noch bei 31 Eiern, die ich dann zurückgebracht habe und so. Also viel Spaß auch. Deswegen hat Roger den Medientag fast ein bisschen geschwänzt, ist am Donnerstag erst relativ spät gekommen, aber war ja auch schon dein, wie viel das Rennen jetzt insgesamt, kannst du mal erlauben, ein bisschen später am Medientag anzukommen? Mein, wie viel das Rennen? 732. Also da kann man auf den halben Medientag mal verzichten, vor allem wenn man von Bernie kommt, aber lass uns doch mal über das Rennen sprechen, da gab es ja ziemlich viel. Vor allem Max Verstappen gegen Esteban Ocon, erst auf der Strecke und danach daneben. Ja, also auf der Strecke, das war wirklich unglücklich, oder? Weil Ocon wollte sich ja überrunden und hat da vielleicht ein wenig zu viel riskiert. Wenn man gegen den Rennleader fährt, sollte man nicht sich in eine solche Lage bringen. Und Verstappen hat natürlich nicht geglaubt, dass da einer, der sich überrunden will, dann in den Nahkampf geht und so. Also ich würde sagen, 90% Ocon und 10% Verstappen. Vielleicht wäre es anders nicht passiert. Was nachher natürlich blöd war, waren irgendwie solche Verschwörungstheorien, dass Mercedes den Ocon, der ja ein Junior ist von den Silberpfeilen, irgendwie fast darauf angesetzt hat, den Verstappen da irgendwie zu ärgern oder aus dem Rennen zu nehmen. Aber gegen Hamilton wäre er wohl anders gefahren? Ich weiß nicht, ob Ocon gedacht hat, ich habe jetzt einen Mercedes-Motor hinten drin und jetzt ist ein Mercedes oder ein Red Bull. Kann mir es nicht vorstellen. Es war eine unglückliche Situation, die dann noch unglücklicher geendet hat, neben der Piste, oder? Also, aber das passiert jetzt mal. Ich meine, der Zwischenfall war nachher ja eher harmlos. Der hat ihn zwei, dreimal geschubst und so. War natürlich stinkesauer, der Verstappen. Völlig deppert hat sich dann eigentlich der Bottas verhalten. Ein Riesenschrank, oder? Ein Saunakasten und so, und der steht daneben, der hätte nur einmal die Hand ausstrecken müssen und dann wären die zwei auseinander gewesen, oder? Also, fand dann aber gut die Strafe, dass der da zwei Tage lang Sozialstunden für die FIA hinter sich bringen musste, der Max, und eine Rennsperre oder irgend so, das wäre völlig daneben gewesen. Ich meine, da gab es ja früher Fälle mit Senna Schumacher bei Hockenheim-Tests, Senna Kult hat in Spa, Mansell Senna,
so Attacken auch in Spa oder Piquet, Salazar in Hockenheim, sogar mit Fußtritten. Und dann gab es ja mal den Senna-Irvine-Fall in Suzuka. Da bekam er dann eine Rennsperre, der Irvine. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Dann war bei der Verhandlung, weil die haben einen Rekurs eingelegt, dann war die Verhandlung oder die Berufungsverhandlung in Paris. Und da musste er antreten, wollte natürlich die Sperre weg. Und dann hat er sich offenbar die Richter so angeschaut und dann natürlich einen dummen Satz ausgelassen, indem er gesagt hat, was wollt ihr alten Säcke da vorne schon richten? Ihr wisst ja nicht mal, wie ein Cockpit ausschaut oder irgend sowas. Und dann ging er einige Minuten später aus dem Saal mit 3 Grand Prix-Sperren. Also ich meine, man kann auch blöd sein, oder? Und sich, aber der war halt ein wenig emotional, wie jetzt der Verstappen auch. Aber man muss ja auch wissen, dass eigentlich, das ist jetzt kein April-Scherz, weil es am 1. April, glaube ich, 2001 war, wo der alte Vater, also der Vater von Max, den Leader aus dem Rennen genommen hat. Den Montoya. Auch in Brasilien. Auch in Brasilien, nur ist dann der Max, also der Jos Verstappen, den Montoya hinten aufs Auto geknallt, oder? Und, aber da gab es keine Schlägerei, weil die zwei waren zu kräftig, also da hätte es Schwergewichtsboxen wäre das dann geworden. Schwergewichtsboxen, oder? Da wäre selbst, vielleicht wäre da der Bottas dazwischen gegangen, ich weiß nicht. Aber eben, wie gesagt, es ist eigentlich, das Ganze hat fast auch ein wenig einen Unterhaltungswert. Natürlich nicht für Red Bull, die haben durch das Rennen verloren, das ist natürlich klar. Und aber die Weltmeisterschaft hat nicht, Mercedes wäre trotzdem zum 5. Mal Weltmeister geworden, auch bei den Teams. Also das Resultat hätte nichts geändert, aber natürlich, oder? Red Bull hätte gewonnen und nicht Mercedes. Und das hätte die Statistik ein wenig verändert, denn seit 117 Rennen haben wir ja nur Mercedes, Red Bull oder Ferrari, die gewinnen. Und das hätte natürlich die Statistik völlig durcheinander gebracht. Jetzt war es, glaube ich, schon der 76. Sieg von Mercedes in dieser Spanne. Und da haben wir, glaube ich, noch 25 Red Bull. Weil ja 2013, darf man nie vergessen, der Vettel 13 Rennen gewonnen hat. Und der Rest gehört Red Bull. Und mit dieser Statistik muss die Formel 1 auch nächstes Jahr leben. Und 2020. Weil Wunder gibt es keine. Man muss sich ja nur, wenn man schon von Siegern spricht, oder? Wir haben ja bald den 1000. Grand Prix nächstes Jahr. Und Williams zum Beispiel und McLaren, die haben fast 300 Rennen davon gewonnen, zusammen. Und beide sind über 6 Jahre sieglos. Ich meine, das sagt schon einiges. Und nächstes Jahr sieht es für beide nicht besser aus. Auch von der Fahrerseite. Ich meine, McLaren fährt, glaube ich, Lando Norris und Sainz, also Mittelmaß. Wenn das Auto nicht eine absolute Rakete ist. Und bei William fährt ja dieser Formel-2-Meister oder Leader oder und der Pole, der Kubica. Glaubst du, der fährt? Ich würde jetzt mal am 12. November sagen, zu 98%. Es geht ja da offenbar nur noch um ein paar Details. Also Geld um ein paar Euros? Nein, es geht, glaube ich, sogar, wie ich jetzt gehört habe, sogar um wie viel fremde Fahrer am Freitagmorgen mal eingesetzt werden und so. Aber wenn er wirklich, ja, offenbar will er ja wirklich wieder zurückkommen, dann wird er auch dieses Hindernis überwinden mit seinen Sponsoren, oder? Also
ob er jetzt einen Freitag die 90 Minuten einmal irgendwo nicht fährt. Und vielleicht regnet es dann auch, dann hätte es auch nichts ausgemacht. Also nein, ich glaube, die Kubica-Fans können sich, glaube ich, freuen. Und das war ja der einzige Sieger in einem Sauber 2008 in Montreal. Doppelsieg mit Heidfeld und deutscher BMW Power. Ja, jetzt, wo du schon Sauber mal wieder ansprichst, du hast gerade gesagt, Wunder gibt es nicht in der Formel 1. Ich erinnere mich noch an ein Video von einem Jahr oder so, haben wir das immer aufgenommen. Da sagtest du, Wunder gibt es nicht, erst recht kommen sie nicht von Sauber. In diesem Jahr muss man aber fast von einem Sauberwunder sprechen. Leclerc wieder best of the rest hier gewesen, oder? Ich würde das nicht als Wunder bezeichnen, sondern höchstens als Zauberei. Oder? Die haben sehr große Fortschritte gemacht. Ich glaube, ein Wunder wäre vielleicht, wenn man allein aufs Podest fährt. Könnte man vielleicht schon. Aber die haben jetzt ganz harte Arbeit hinter sich, haben neue Leute geholt, wie diesen Ferrari-Technikdirektor da, wie ist er, der Simon Resta. Und dann hat mir der Hamilton schon vor einem Jahr gesagt, wenn Sauber wirklich nach vorne kommen will, dann schafft das nur Frédéric Vasseur als Teamchef. Weil der wurde ja unter dem Meister wie der Hülkenberg und der Rosberg und so. Also dieser Franzose, der ist 50 Jahre alt, hat zwar 4 Kinder und so, kümmert sich da nach dem ganzen Wechselwirbel sehr gut um das Team, hat das offenbar alles im Griff und der C37, das Auto war von Anfang an offenbar die richtige Basis, um das weiterentwickeln zu können. In Melbourne haben sie noch um die letzten Plätze gekämpft und jetzt sind sie the best of the rest, oder wie der Vasseur am Sonntag gesagt hat, für mich ist das ein Sieg, weil eben die 6 kannst du nicht schlagen. Ich glaube, in Mexiko waren sie, glaube ich, zusammen 10-mal an den Boxen, die ersten 6. Wurden überrundet sogar und landeten immer noch auf den ersten 6 Plätzen, also die 3 Top-Teams. Und alle anderen wurden 2-mal überrundet. Also das zeigt das schon, dass da in 2 Kategorien gefahren wird. Und dann ist halt ein 7. Platz, wenn alle 6 vorne durchkommen, der Sieg in der 2. Bundesliga oder wie das in Deutschland nennen wollt. Jetzt gab es an dem Wochenende aber noch mehr Aufregung als nur das, was wir am Sonntag noch gesehen haben zwischen Verstappen und Ocon. Schon am Samstag ging es richtig rund. Wir dachten eigentlich, WM ist entschieden, das wird ein angenehmer Grand Prix, haben nichts zu tun und dann wurde es doch immer ein bisschen länger. Hamilton gegen Sirotkin war ein großes Thema und Vettel auf der Waage oder Vettel gegen die Waage, kann man sagen. Beide in beiden Fällen glimpflich davongekommen. Hamilton wurde gar nicht untersucht, Vettel ist mit einer Geldstrafe davongekommen. Du warst ein bisschen kritischer. Ja, ich bin kritischer, aber ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt auch das Verstappen-Urteil und die anderen Urteile anschaue, muss ich sagen, da wurde mit gleichen Ellen gemessen. Also man hat eher irgendwie die Samthandschuhe angezogen und vielleicht bei einem anderen FIA-Chefkommissär wäre das anders rausgekommen. Aber hier wurde wenigstens die gleiche Linie bis ans Ende durchgezogen, oder? Also eher piano, ganz sachte und nicht reinfahren, sonst hätte es unheimliche Strafen gegeben. Also ich finde das für einmal gut, nur in Abu Dhabi dann irgendwie einer wieder blaue Flaggen nicht oder blaue Flaggen missachtet und dann plötzlich, ich sag jetzt, im nächsten Rennen 5 Strafplätze zurück muss und so, das passt dann nicht mehr zueinander. Also ich meine, es müsste etwa auf diesem Niveau weitergehen, die Urteile, und das fand ich gut. Gut war natürlich das Urteil von Vettel. Ich meine, der hat natürlich, das ist ja eine Waage mit 4 so verschiedenen Aufsätzen, die hat er natürlich beim Wegfahren und so hat er zerstört. Jetzt die Strafe von 25.000 Euro hat ja viele eigentlich überrascht. Das war aber relativ ganz einfach. Offenbar hat da der Joe Bauer, der technische Delegierte,
den Kommissären gesagt, so eine Waage kostet 22.000 Euro. Und da müssen noch ein paar Kabel jetzt angebracht werden. Und dann haben die Kommissäre gesagt, okay, 22.000 plus ein paar Kabel. Herr Vettel, zahlen Sie mal 25.000 Euro. Dann ist die Waage wieder ersetzt. Ob jetzt der Vettel das bezahlen muss oder Ferrari, das ist ja immer die Frage, ob der Vettel wirklich da privat da in die Kasse greifen will. Er könnte sich's leisten. Er könnte sich's leisten, ja. Ja, kann man sagen. Es könnten sich auch noch zwei, drei andere leisten. Aber interessant wäre es trotzdem mal zu erfahren, wer am Schluss wem die Strafe belastet wird, oder? Aber ich finde, die Strafe war in Ordnung. Aber da muss man jetzt natürlich auch noch über Sepp ganz kurz sprechen. Es zieht sich ja durch seine Saison, dass er Fehler macht, ausrastet am Funk, auch gegen das eigene Team schon. Diesmal jetzt war die Waage schuld. Was ist mit ihm los? Du kennst ihn schon relativ lange. Ja, es ist ja, glaube ich, seit der Spa ist er sieglos. Also hat nicht mehr gewonnen. Es lief eigentlich alles gegen ihn, oder? Und mit diesem Horror, sage ich jetzt mal, der sich da auf, neben, hinter und wo auch immer abspielt, hat er natürlich seine Mühe und seine Emotionen nicht immer im Griff, weil er sieht dann immer dem Hamilton, dem läuft es seit Spa immer besser und besser, und dann kam noch dieser unglückselige Ausrutscher da in Hockenheim, der dann sehr wahrscheinlich das ganze Elend eingeläutet hat. Er kommt dann nicht mehr raus. Ich glaube, er ist froh, wenn er in Abu Dhabi aus dem Auto steigt, egal auf welcher Position, und sagen kann, ist passiert, vergessen, Amen. Ob er so schnell vergisst, wage ich zu bezweifeln. Aber er muss sich im Winter da irgendwo anders ablenken. In den Bergen, im Vorarlberg oder da. Bei euch in der Schweiz soll es ja ganz schön sein. Ja, aber ich glaube, er fährt lieber noch in Österreich Ski. Aber das spielt ja keine Rolle. Schweiz kann er ja am Bodensee radeln gehen. Nein, aber er braucht dann irgendwie Abstand. Er muss sich selber wieder. Es läuft einfach nicht, oder? Und dann ist auch, man muss es sagen, dann ist auch das Team von Mercedes irgendwie homogener. Man hört kaum irgendwas, was da intern schief geht. Während bei Ferrari hat man jetzt wieder diesen Streit zwischen Binotto, dem technischen Direktor, und dem Mari Vabene, als Teamchef. Der eine meint, er will seinen Job und so und bla bla bla. Und das ist immer eine geistige Unruhe. Jetzt kommt noch der Fahrerwechsel dazu, oder? Raikön ist auch nicht mehr hundertprozentig, sagen wir jetzt, motiviert. Und der Vettel fühlt sich auch bei einigen Rennen vom Team nicht ganz unterstützt und so. Dazu muss man aber sagen, dieser Maurizio Arrivabene kommt aus der Werbung, das ist kein Racer. Der ist einfach der Chef. Da nimmt man den Toto Wolff, das ist ein Racer. Oder früher ja, wie verrückt, auch über den Nürburgring mit einem Porsche gerast oder was auch immer. Der hat das aber irgendwie im Blut. Und beim Arrivabene ist ein blutleerer Teamchef. Ich meine, da haben wir einen Horner, das ist ein Racer, oder? Dann haben wir einen Vasseur. Bei Sauber ist ein Racer, also dann haben wir Zac Brown bei McLaren, ein amerikanischer Geschäftsmann, mehr nicht. Dann haben wir Claire Williams bei Williams, auch keine Racerin, oder? Das, also das spielt schon eine Rolle, wer da an der Spitze steht. Oder? Wir haben den Ottmar Schaffnauer, auch ein Racer, oder Günther Steiner bei Haas. Auch nicht. Franz Tost bei Toro Rosso, sicher. Also das spielt eine Rolle, ob da dass die Leidenschaft und so da mitspielt. Und da ist Ferrari sicher in den letzten Regionen anzusiedeln.
tut mir leid. Und vor allem, der Vettel fühlt ja das oder sieht das und spürt das, was immer, muss ich sagen, seine Loyalität dem Team gegenüber, Respekt. Also andere würden das nach außen nicht so locker hinnehmen. Also. Aber eben, warten wir mal ab. Nächstes Jahr hat er vielleicht ein noch größeres Problem, wenn dieser Charles Leclerc da auftaucht. Der sagt, ich will gleich Weltmeister werden. Und dann nimmt es mich wunder, wie das Team, wenn die wirklich da auf Augenhöhe nebeneinander sind, wie das Team das handelt, sollte Ferrari wieder so ein gutes Auto wie dieses Jahr bauen. Das ist ja auch nicht sicher. Also da wenigstens haben Vettel und Leclerc jetzt schon mal 3-4 Runden sich kennengelernt da am Sonntag in Interlagos. Und da wird Vettel sich seine Gedanken gemacht haben, der natürlich das bessere Auto hatte. Und der Leclerc wird auch sich da einiges abgeschaut haben. Aber immerhin, also das wird sicher ein offenes Duell, sagen wir mal, während Verstappen mit Gasly sehr wahrscheinlich locker gewinnt das Duell und Hamilton Bottas, das ist halt so eine Sache, oder? An Hamilton kommt keiner ran, das muss man einfach sagen. Und der Bottas hat vielleicht im entscheidenden Moment dann auch mal ein wenig Pech, aber das würde nichts ändern. Der andere ist meilenweit voraus. Um den Kreis zu schließen, glaubst du, dass der Bottas absichtlich nicht eingegriffen hat, damit ihm der Ocon aus dem Weg genommen wird von dem Verstappen? Nein, das war natürlich, ich glaube, der war überrascht. Und ich meine, du hast ja schon immer das Gefühl, durchs Fahrerlager läuft, der schläft. Und sehr wahrscheinlich hat das erst 5 Sekunden später realisiert. Aber er wäre der richtige Mann gewesen, zu meinem Versagen, Freunde, hört auf. Aber es war ja gar nicht, man redet jetzt groß davon, aber wenig geschubst. Dann war halt gerade ein Plateau und dann ist er halt ein Schritt oder eine Stufe runter, nicht gefallen, aber getreten und so. Und er hat sich auch noch gewehrt und so und dann hat dann gedroht. Aber also, wenn das im Boxring geschehen wäre, hätten die Zuschauer nur gebuht. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Roger. Ich bedanke mich mal wieder bei dir und Abu Dhabi steht vor der Tür. Auch wenn es sportlich nicht mehr ganz so viel gibt, wir freuen uns trotzdem wieder auf unseren Talk danach. Vor allem gehe ich jetzt draußen rauchen. Danke.